Gott, heute soll es um ein Kaufverhalten-Video gehen. Ich weiß, ich bin mit allen in letzter Zeit sehr, sehr spät dran. Als allererster zeige ich euch mal nur die Sachen, die ich mir noch zusätzlich gekauft habe, die ich euch vergessen habe zu zeigen. Ich habe mir noch 5, glaube ich, oder 6 Backups waren es von den... Von den Einhorn-Reinigungstüchern gekauft. Jetzt habe ich nur noch 4, weil ich schon ein paar benutzt habe und mir die ausgegangen sind. Die mag ich sehr gern, die gibt es aber leider nicht mehr. Deswegen habe ich mir alle Bunker, die es gab. Das war, glaube ich, sogar ein Aktionszeitraum. Dann fangen wir mal mit dem Üblichen an. Ja, wie gesagt, ich habe euch ja vorgewarnt. Im März war es wirklich schlimm mit dem Shoppen. Ich war wirklich im extremen Shopping-Rausch. Wirklich im extremen Shopping-Rausch. Dann war ich auch endlich wieder im Tiki Max im März, wo ich ja heilfroh drüber war. Da hatte ich aber Glück, ich habe einen Gutschein gehabt von einer Freundin, den habe ich zu Weihnachten bekommen. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass ich noch ein paar Sachen von Februar aufschreiben vergessen habe. Die sind jetzt beim März auch dabei, nur damit ihr Bescheid wisst. Deswegen bin ich diesmal 349,10 € drüber. Beziehungsweise nicht drüber, sondern habe ich ausgegeben und 249 bin ich drüber. Weil ich ja die 100-Euro-Grenze habe. Aber es sind halt Sachen, wo... Ihr habt es ja in den Klamottenhaul schon gesehen. Da bin ich schon dazu gekommen, das abzudrehen. Ja. Ich habe mir viele Klamotten gekauft, sehr, sehr viele. Ich finde das aber jetzt nicht schlimm, weil mir passen viele Sachen. Ich habe jetzt gerade dieses Melone-T-Shirt da. Erstens mal ist das irgendwie verwaschen. Und zweitens passt mir das nicht mehr so, wie es sollte, würde ich mal sagen. Ja, also ich habe wirklich viele Sachen gekauft. Ich habe auch die 20 Euro, glaube ich, beim Tiki Max abzogen von dem Gutschein. Und habe halt auch nur das aufgeschrieben, was ich auch... Jetzt sind die Rechnungen rausgeflogen. Was ich auch ausgegeben habe, so. Ja. Ihr hört sich, ich bin ein bisschen verkühlt. Es kommt auf einmal jetzt gerade. Ja. Also ich bin natürlich ein bisschen schockiert, dass es doch so viel ist. Ich habe schon mit viel gerechnet, aber nicht mit so viel. Aber ja, es sind auch die Sachen von Februar auch dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was es genau war, aber ein paar Sachen habe ich dazu geschrieben, wo ich gesehen habe auf der Rechnung, die waren von Februar. Die habe ich dann noch mitgerechnet. Ich glaube, bei Müller war das hauptsächlich, aber ja. Ja. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich könnte noch ein bisschen besser sein mit dem Aufbrauchen, aber ich will wirklich, ich weiß, ihr werdet mir das sicher nicht glauben, aber ich will wirklich versuchen, nichts mehr zu kaufen, was in April noch nicht ganz so hinhaut, weil minus 30% auf Victoria's Secret war. Ups. Ja, und noch ein paar Sachen habe ich mir gekauft im April. Aber dazu komme ich dann im April drauf zurück. Ich will aber trotzdem jetzt versuchen, dass es nicht mehr wieder, so wie beim März jetzt, über die 300 Euro kommt. Das will ich wirklich nicht. Also das war jetzt nur auch wegen den Klamotten für die Arbeit. Ich brauche auch noch unbedingt Arbeitshosen, weil ich habe fast keine mehr. Ja, das war das Teuerste eigentlich, das Arbeitsgewand. Oder? Naja, Orsi. Ups. Naja, aber das ist ein Outfit, das habt ihr ja im Video gesehen. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich habe mir bis jetzt noch nie so teure Klamotten gekauft. Und ich habe die auch oft angehabt schon, also kann man da nichts Negatives sagen. Ja, eigentlich bin ich schon wieder durch. Ich will auf jeden Fall trotzdem versuchen, nicht mehr so viel zu kaufen. Ich weiß, klingt blöd, weil ich werde das eh nie einhalten, aber ich muss mich wirklich, wirklich zusammenreißen. Ich merke selber an meiner Sammlung. Ich bin dann mal stolz, wenn ich mal einen Duft leer kriege und dann kaufe ich mir aber zwei neue nach und das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen, April schaut es noch schlecht aus damit, aber ich werde versuchen im Mai nur das Nötigste zu kaufen. April schaut noch sehr schlecht aus, aber Mai könnte vielleicht funktionieren. Schauen wir mal. Ich halte euch da eh auf dem Laufenden, wie das abläuft. Ja. Das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich weiß, es ist relativ kurz geworden, aber das werden die Kopfhalten-Videos leider immer. Ihr könnt mir ja noch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr trotzdem noch wissen wollt. Weil dann schreibe ich mir das irgendwo zusätzlich auf und erzähle euch dann auch darüber was, wenn ihr unbedingt wollt. Ja, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!